So, liebe Ständerinnen, liebe Ständen, ich rede heute ebenfalls mit dem Salzstolz und wir werden sehen, was auf uns zukommt. Wir wollen in dieser Vorlesung überlegen, wie Pflanzen auf Salzstolz reagieren. Das wird auch heute unser Thema sein. Wir werden dann mit Transkriptomanalysen weitermachen. Und zwar Transkriptomanalysen der Pflanzen Salzstolz an Bord. Wir werden Abidopsis-Mutanten mit modifizierter Salzsäure kennenlernen und werden uns mit der salzenzierten Signaltransition auseinandersetzen. Ich habe in der letzten Vorlesung über Keimkanäle gesprochen und den Übergang zur VOTPA so ein bisschen angedacht. Vokaole und pH-Werte. Wozu dient es überhaupt? Die zentralen Vokaolen in höheren Pflanzen, die haben einen ziemlich niedrigen pH-Wert, und zwar von 5,5. Das Südwasser dagegen weist einen pH-Wert von ca. 7 auf. Es geht also in der Vokaole nach unten. Dieser Protonengradient, der dafür verantwortlich ist, in der Amphiplasten, er wird von zwei Protonengruppen aufgebaut, und zwar hierzu gehört die vokaläre ATPase, auch VOTPase abgekürzt, und die Protonpyrophosphatase. Der Protonengradient der Amphiplasten ist treibende Kraft für eine Vielzahl von Transportprozessen über den Protonplasten hinweg und ist darüber hinaus für das pflanzliche Schreckungswachstum von Bedeutung. Wie können wir uns die VOTPase vorstellen? Die sehen Sie hier oben. Und zwar besteht die aus ziemlich vielen Untereinheiten, aus 12 Stück, vermutet man. Es können sogar mehr sein. Und besteht aus einer Kopf- und einer Basiseinheit. Dieser Enzytplasmenreichte Domäne wird als V1 bezeichnet, die Protonplasten dagegen als V0, und die sind unterschiedlich von der Bezeichnung her. Große Buchstaben werden Sie in der V1-Einheit finden, kleine Buchstaben dagegen sind Protonplasten, die das kennzeichnen. Diese VOTPase finden wir vor allem an der Vokaole, daher auch der Name. Sie kommt darüber hinaus im Endosol-Reticulum vor und sie finden sie auch im Golgi-System. Die Feinstruktur aus diesen, wie gesagt, mindestens 5 Untereinheiten, die konnte experimentell gelehrt werden. Und zwar ist hier die Elektronenmikroskopie eingesetzt worden. Wir haben darüber hinaus mit Fred-Analysen sehr viel über die VOTPase gelernt und Rasterkraftelektronenmikroskopie, Atomic Force Microscopy oder AFM gehören ebenfalls dazu. Die VOTPase ist subzellulär lokalisiert worden, und zwar mit Hilfe von Antikörpern hat man in der Zelle geschaut, wo die VOTPase experimentiert wird, und hat parallel mit anderen Antikörpern gearbeitet, deren Lokalisierung man nicht kennt, hat also mit sogenannten Microproteinen herausgefunden, wo die VOTPase sich befindet. Man hat zum Beispiel ein Aquaporin gefunden, Protoplasten-Intrinsic Protein vom Gamma-Typ, und hat gesehen, die VOTPase ist kolokalisiert und hat einen ER-Marker aufgefunden, und zwar Calreticulin ist die Bezeichnung, hat auch hier eine Kolokalisierung gesehen, hat auf diese Weise es zunehmend aufgeschlüsselt, wo die VOTPase zu finden ist. Man hat darüber hinaus mit Fred-Analysen, die ich gleich nochmal genauer erläutern würde, gearbeitet und hat hier die Feinstruktur aufklären können. Zum Beispiel
Die unter einem kleinen C ist mit dem ein Resin-Spotting gekoppelt worden, dem Cyan-Resin-Spotting. Die unter einem kleinen A, da ging mit Wifi, dem Yellow-Resin-Spotting. Und hat CFP angeregt, da aber eine Wifi-Emission gesehen, als Indiz dafür, dass C und A sehr eng sich beieinander befinden müssen. Was hat man darüber hinaus gemacht, um das experimentell anzugehen? Man hat die Proteine vor allem in Arabidopsis untersucht, verschiedene Fluorophore stehen zu führen. Und zwar habe ich GFP genannt, Green Fluorescence Protein. Es stammt übrigens aus einer Qualle eigentlich, Equirea victoria heißt die. Und es gibt eine Vielzahl von Mutanten inzwischen vom GFP, sein Yellow and Red Fluorescence Protein, CFP, YFP und RFP gehören dazu. Man kann diese Proteine transient exprimieren. Und zwar kann man aus Arabidopsis zum Beispiel Protoplasten gewinnen. Das heißt, die Zellen werden verdaut. Die Zellen kohlen sich sofort ab. Das sind sogenannte Protoplasten. Man hat in den Protoplasten das Fluorescence-Protein gekoppelt mit einer Unterhalle der Fotolyse exprimieren können und lokalisieren können. Parallel ist die Zivilepidermis ein sehr spannendes Blendsystem. Man hat diese Zivilepidermis mit Partikelbeschuss mit der VOTBase eigentlich versehen können. Last but not least kann man die kodierende Sequenz natürlich auch stabil in das 15. Genom inserieren. Auch das ist gemacht worden. So, wie können wir uns das Arbeiten mit Protoplasten im Detail vorstellen? Hier ist ein lösliches Protein unter der Kontrolle von 5-ACS-Promotor mit einem CFP-Tag in den Protoplasten exprimiert worden, mit Konfokal-Laser-Scanning-Mikroskopie, CSM, fangen die an zu leuchten. Man sieht also die Untereinheit der VOTBase. Man hat Fusionsproteine unter Kontrolle von verschiedenen Promotoren, wobei 35S ein sehr geeigneter Promotor ist, exprimiert. 35S ist eine sehr, sehr starke Explosion, die sie mit erreichen können. Die Fortbörse wurde mit verschiedenen Untereinheiten gekoppelt. YFP zum Beispiel, das Gelb-Fluoreszenz-Protein, oder CFP, das Cyan-Fluoreszenz-Protein, Cyan. Und der Fokal-Laser-Scanning-Mikroskopie können Sie dann den Kanälen und Stierfarben zuordnen. Hier ist zum Beispiel das CFP verwendet worden. Es leuchtet aber gelb. Also da können Sie das Fokal-Laser-Scanning-Mikroskop entsprechend programmieren. CFP und Protoplast, wo sehen wir das? Wir sehen auf jeden Fall Vakuole, wir sehen das R, wir sehen Golgi. Das sagt uns so viel über dieses Bild. Man kann darüber hinaus die VOTBase noch genauer aufschlüsseln, und zwar bezüglich der Interaktion, welche Untereinheit mit welcher agieren wird. Man kann vermuten, was hier der Fall ist, und wird Fotoanalysen einsetzen. Sie können alternativ sagen, Sie wissen nicht ganz genau, was womit interagiert, werden dann mit einem Hefe-to-Hype-System arbeiten, sehen Sie unten.
Fret-Analysen sind sehr oben. Sie regen also mit einer Wellenlänge an, sehen eine Emission in einer anderen Wellenlänge. Es kommt also zum strahlenlosen Transfer zwischen den Untereinheiten, wenn die sich nah genug beieinander befinden. Zum Beispiel CFP und FFP können sie das CFP anregen. Und werden YFP sehen, wenn die sich nah beieinander befinden, ein Beweis angesichts dafür. Sie können, wie gesagt, aus einer CDNA-Bibliothek auch unbekannte Proteine herausfinden. In Vektor 1 werden Sie das bekannte DNA inserieren, zum Beispiel dass diese Hefe Tryptophan synthetisieren kann. Sie werden in Vektor 2 eine Zielbibliothek einbauen und sagen, da muss sich meine Zielbibliothek drin befinden. Diese Hefe kann Leucin herstellen. Wenn es zur Interaktion kommt, dann wird eine dritte Aminosäure selber hergestellt, und zwar Cytidin. Dient in diesem Fall als Reporter. So, damit möchte ich mal einen Exkurs in die experimentellen Grundlagen ein bisschen beenden und mich der Frontbörse und der Salzstress näher zuwenden. Sie sehen auch in diesem Fall eine Zelle, die Plasmembran, Vakuole, Golgi-ER sind sie, sind die Frontbörse, die auf jeden Fall einen Protonengradienten aufbaut über diese internen Mauern hinweg. Und dieser Protonengradient dient als treibende Kraft für einen sekundär aktiven Transport, in diesem Fall Natrium-Proton-Antipod. Also das Natrium wird aus dem Zytoplasma entfernt und in die Vakuole, ins Golgi oder ER auf diese Weise transportiert. Die Frontbörse ist also dafür verantwortlich, dass das Natrium entakkumuliert werden kann. Das hat man gesehen, es ist untersucht worden in auf jeden Fall verschiedenen Modellsystemen, unter anderem in Messembrennung, die, wie gesagt, intern ein Kontrollsystem bildet. Sehr, sehr junge Keimlinge, 3 Wochen alt, sind salzsensitiv. Später wird die Pflanze zur Salztoleranz übergehen. Was haben wir gemacht? Man hat die Frontbörse untersucht und hat sogenannte RT-PCRs durchgeführt, sprich reverse Transkription, um zu sehen, ob die Frontbörse Untereinheiten experimentiert werden. Sie werden logischerweise experimentiert. Man hat einen ganz vielen Unterschied festgestellt. LC heißt Leaf Control, Blattkontrolle, RC Wurzelkontrolle. Da ist die Frontbörse zwar präsent, aber nicht verändert. Sehen, es kommt zum ganz deutlichen Anstieg, wenn wir eine Salztolerante und Messerwertung vorliegen haben. Und unter einer E, A, B, F, klein C zum Beispiel, es wird im Blatt auf jeden Fall eine Transkriptzunahme geben, die in den salzsensitiven Feiern nicht vorkommt. Sie sehen diesen Unterschied auch bei Anmodellpflanzen mit externen Vergleichssystemen, Aphidops zum Beispiel versus Lobularia, diese Strandkresse. Da wird in dem Falle Arabidopsis kein Signal zeigen, es wird steigen in Lobularia. Also Salz-Strandpflanzen zeigen eine verstärkte Frontbörse-Expression als treibende Kraft für die Natriumakkumulierung. Wie können wir uns das in der Zelle genau vorstellen? Man hat mit Antikörpern gearbeitet. Hier sind verschiedene Schritte durchs Blatt durchgeführt worden. Man sieht am Leitbündel, da Xylin,
Screen. Kontrolle. Links, rechts sehen wir die Bilder von den gestressten Salzgestresstenblasen. Und wir sehen auch hier, kommt es ganz, ganz wesentlich gravierend im Unterschied. Sehen eine Zunahme. Hier nochmal das Leitbild und hier die Einzelne betreffend. Auf jeden Fall wird auch das Proteinsystem, wie ich es bereits von der ATPTR-Ebene erwartet habe. Und ganz spannend, Mesembryon hat diese Blasenzellen. Die sehen wir da und da. Und die zeigen auch ein sehr, sehr starkes HTPase-Signal. Man hat also zellentypisch spezifizierte HTPase auch mit diesen Proteinzyklokalisationen bestätigen können. Man hat gesehen, es wird eine HTPase im Blatt eine Explosion zeigen. Man hat dieses einzelne Zellenindividuum eigentlich gesehen. Das zeigt auf jeden Fall das Signal und es wird definitiv unter Sonnenstoß zunehmen. Wir sehen es hier, diese Zunahme in den Mesophyllzellen. Wir sehen eine besonders starke Explosion wird in Nachbarschaft des Xylems auftreten. Also hier vergleichen. Das macht insofern Sinn, weil das Natrium mit dem Transpirationsstrom in die Blätter gelangen wird. Wird hier abgenommen und wir sehen hier eine starke HTPase-Explosion. Wir sehen darüber hinaus zum Beispiel diese Blasenzellen, eine ganz starke Explosion, die der Endakkumulationspunkt für das Natrium in Mesembryon sind. So, es gibt einen weiteren Aspekt für den Salzstoß. Ich habe gesagt, Salz bindet natürlich das Wasser und entsprechend werden auch Wasserkanäle eine Veränderung zeigen können. Es gibt zwei verschiedene Wasserkanäle, die Wassermembranintegrierten, PIP, sind sie hier, und es gibt TIP, die thrombolyseninitrierten Wasserkanäle sind sie dort und die sind auf jeden Fall untersucht worden. Man hat gesagt, Wassertransport auf jeden Fall über diese Kanäle. Die können auch nur molekulare organische Substanzen transportieren, aber mit einer geringeren Ausbeute. So, was ist hier gemacht worden? Man hat diese Aquaporine auf jeden Fall angeschaut. Die Beiwirkungen sind das membranbeschwollene Proteine, die sechs Membrandurchgänge aufweisen. Und Tetramerzen, also vier Untereinheiten, sind zusammengelagert. Man hat sich das vor allem auf der Proteinebene angeschaut. Zellen und Gewebespezifität sehen Sie auf jeden Fall mit dem Festsymbolding da und da. Und Sie sehen hier unten, dass man es auf dieser Zellebene noch transportiert und geschoben hat. Und zwar mit Konfokalese-Scanning-Mikroskopie konnte man sich auch anschauen, wann, wie, wo diese Aquaporine in diesem Falle in Wurzeln. Den sehen wir hier, akkumuliert werden. Man hat ein Map A heißt das verglichen. Und zwar kommt das vor in der Passmembran, also ein Tipp. Man hat das mit Map F, dem troplasmenspezifischen oder phagocytospezifischen Schein, Aquaporin eigentlich verglichen und hat gesehen, es gibt hier auf jeden Fall Unterschiede. Kontrolle sind sie links, rechts sind Salzstress.
hat gesehen, dass es schon plastische Akvapointe war, insbesondere in der Rizidamas zu nehmen. Das sehen Sie hier. Thymoplasten-spezifisches MBF nimmt dagegen auf jeden Fall unter Salzstress ab. Die reagieren also weiter auf Salzstress und zwar unterschiedlich. MBF. Dass wir auf jeden Fall sagen können, dass diese gute Expression von Aquaporin eine ganz wichtige und wesentliche Rolle spielt bei der Salzanpassung. Also es wird auf jeden Fall über die Rizodermis verstärkt Wasser unter das Salzstoff aufgenommen und wir sehen hier ein Aquaporin in dem Thymoplasten. Das reagiert auf jeden Fall auch auf den Salzstoff mit einer Abnahme der Expression. So, ich habe also die VOTBA vorgestellt, Aquaporin vorgestellt. Lassen Sie uns kurz zusammenfassen. Die Akkumulierung von Natrium und Süßwasser ist auch für Halophyten im Prinzip toxisch. Sie werden aber das Natrium in der Zelle entgiften können. Natriumkonzentrationen von 100 Millimolar hemmen übrigens selbst in vitro die Proteinsynthese. Und in vivo logisch auch. Es kommt im Zytoplasma zu einer Hemmung auch in Halophyten, die ihrerseits es aber gelernt haben, das Natrium in der Zelle zu entgiften, und zwar in die Vakuole zu entgiften. Und wir haben hier die VOTBA als treibende Kraft kennengelernt und wissen inzwischen, dass Aquaporine die Wasseraufnahme ebenfalls ganz wichtig ist dafür, dass Pflanzen auf Salzstoff reagieren können. Es gibt übrigens noch einen weiteren Aspekt, den möchte ich vielleicht in dieser Folie nochmal erklären. Und zwar muss dann auch das osmotische Potenzial reguliert werden. Das Natrium wird dem osmotischen Potenzial eigentlich folgen. Osmotisches Potenzial wird durch kompatible Substanzen reguliert. Und zwar in Metzenbandum sehen Sie, gehören dazu auf jeden Fall Zuckeralkohole, Pinidol auf jeden Fall. Das sehen Sie hier. Auch die Aminosäure Prolin ist eine ganz wichtige osmoprotektive Substanz. Und es gibt auch vielfältige Verbindungen. Zum Beispiel das Dimethylsulfonylpropionat gehört dazu. Es gibt darüber hinaus quaternäre Ammoniumverbindungen, die ebenfalls osmoprotektive Substanzen sind. Und zwar sogenannte Betaine. Glycinbetaine, Alaninbetaine gehören beispielsweise dazu. Stickstoff koppelt mit drei Methylgruppen ist ein Betain. Sehen Sie es hier unten. Oder auch das Chininosulfat mit einer zusätzlichen Methylgruppe. Sind Sie in diesem Falle auch das eine ganz wichtige osmoprotektive Substanz? Wie stellen wir uns das Ganze genau vor? Jedes Protein wird ein Hydrat haben. Protein sind sie in Blau, Hydraten in Rot. Das wird durch das Natrium im Prinzip gestört. Die osmoprotektiven Substanzen können das Wasser in der Hydrathülle ersetzen, beziehungsweise sie halten das Wasser in der Hydrathülle fest. Das sehen Sie in der rechten Abbildung. Prolin beispielsweise, hier sehen wir, hat auf jeden Fall eine Hydrathülle und kann darüber hinaus das Protein auch solubilisieren.
ganz wichtige Funktion von unseren positiven Substanzen. Wie können wir uns jetzt in Messenbörbel beispielsweise genau vorstellen? Hier interessiert uns der Stoffwechselweg für verschiedene Aminosäuren, und zwar Isocitrat. Der wird von der Isocitrat-Dehydrogenase umgewandelt zunächst in 2-Oxyglutarat. Es wird Glutamat und dann daraus sortierend das Bund entstehen. Diese Aminosäuren werden spannenderweise exportiert. Und logischerweise brauchen wir Nitrat als Grundlage für Aminosäuresynthesen. Es ist also auf jeden Fall der Stickstoffmetabolismus, der betroffen sein kann. Und wir sehen in diesem Falle Polinbiosynthese noch einmal ein bisschen genauer. Das Polin wird entstehen als Resultat aus der Aufnahme von Stickstoff, sehen Sie unten, Nitratryptase, Nitritryptase. Es wird das Glutamin zunächst generiert, das exportiert werden kann. Glutamin kann umgewandelt werden in Glutamat. Und es wird dann Prolin über verschiedene intermediäre Stoffwechselwege generiert werden. Wie können wir uns jetzt das in der Eisnahme genau vorstellen? Prolin also sehr wichtig. Unter Salzstress wird die Synthese von Prolin auf den Ebenen der Transkription und der Translation aktiviert. Spannenderweise ist die Neusynthese von Prolin gewebespezifisch. Es kommt salzinduziert zur Akkumulierung von Prolin, und zwar in Blättern und in Wurzeln. Kontrolle und Stress sehen wir da, und das Prolin nimmt auf jeden Fall zu in beiden Organen. Wie wird das Enzym Isocitrat-Dehydrogenase, die ja in dem IS unter Salzstress reguliert? Diese Isocitrat-Dehydrogenase ist insofern besonders wichtig, als sie Stickstoff- und Kohlenstoffmetabolismus miteinander verbindet. Es hat auf jeden Fall dieses Enzym eine ganz wichtige Schlüsselfunktion für die Polinsynthese. NADP-ICDH liefert die Grundstoffbindung für diese Stickstoffassimilierung zum Polin. Wir wissen, dass 2-Oxyglutarat ein Intermediat ist für die Synthese von Glutamat aus Glutamin. Und zwar spielt hier die ferredoxinabhängige Oxyglutarat-Aminotransferase, die wird auch als Glutamin-Synthase verkürzt bezeichnet, eine ganz wichtige Rolle, und die Glutamin-Synthetase. Die Expression von ICDH wird in Mesembryum im Blattgewebe durch Salzstoff verstärkt. Das können Sie hier auf jeden Fall sehen. MCICDH1, Blatt und Wurzel. Es wird zu einer verstärkten Explosion kommen. Die sind hier mit der RT-PCR. Wissen also Prolin zu, ICDH auch im Blatt. So, mit dieser spannenden Geschichte möchte ich eigentlich beenden und bedanke mich für Aufmerksamkeit und freue mich auf nächste Folge, wo es an dieser Stelle weitergeht. So, Dankeschön.